Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Jidos TV, eine weitere Folge Realm Royale. Jetzt hatte ich fast Fortnite gesagt, aber okay, ich habe es noch mal hinbekommen. Mit dabei wieder unser allseits geschätzter Floschbär. Senores. Ja, Fortnite hätte ich aber auch Lust, wenn du. Ja, Das lass ist mich mal einfach so überlegen. Warte, fun. ich überlege mal kurz, Sekunde. Nein. Also, Fortnite haben wir nicht gespielt, weil der Kodiak Probleme mit dem Bauen hatte. Also dieser dreidimensionale Raum, wenn man jetzt anfangen muss, da eine Wand hinzuzimmern und da eine Wand und da eine Decke und da kommt ein Tisch und ein Stuhl hin, das war zu viel für mich. Das habe ich nicht hinbekommen. Dazu war mein Aiming äußerst bescheiden, weil das habe ich sogar noch vor Realm Royale gespielt. Also da hatte ich quasi null Ego-Shooter-Erfahrung. Und somit war das einfach für uns Quatsch. Weil ich einfach. Taktik-Shooter hast du aber gespielt, ein Taktik-Shooter. Ja, aber das Oder wie ist nennt man Ewigkeiten das? her. Also ich habe das letzte Mal vor diesen Spielen, ich nehme jetzt mal den Krieger, das letzte Mal vor diesen Spielen habe ich Ego-Shooter, Taktik-Shooter 2010, glaube ich, gezockt. Das war irgendein Teil von COD. Ich weiß nicht, welcher das war, keine Ahnung. Auch irgendein Black Ops-Teil, wenn ich mich nicht irre. Also, ja, ist nicht so ganz meine Welt. Das merkt man ja auch immer gerne in Forest, da ist mein Aiming ja auch nicht so genial. Von daher. Naja, was soll man sagen? So ist das Leben. Wir müssen da durch. Erstmal einen Schluck Wasser. Ja, wie ihr seht, mein Warry sieht schon etwas anders aus als die meisten Warrys. Das liegt einfach daran, dass wir damals natürlich den ersten Battle Pass bespielt haben. Da sind wir auch Max-Level geworden. Das heißt, wir haben halt auch die großen Raptoren, die es damals gab. Unter anderem halt auch diesen Warry-Skin. Der Assassin hat da einen Skin bekommen. Jetzt mit dem aktuellen Battle Pass kriegt ja der Hunter einen Skin und ich meine der Mage. Und mehr gibt es aktuell ja auch nicht. Damals gab es ja noch den Engie, wir gehen wieder Waldsenke. Damals gab es ja noch den Engie, der ja auch dann sehr stark war, was ja auch wahrscheinlich der Grund ist, warum sie ihn rausgenommen haben. Das war damals auch ehrlich gesagt meine Lieblingsklasse, muss ich mal ganz offen und ehrlich gestehen. Dieses Jumpen in Verbindung mit dem Granatwerfer fand ich unglaublich stark. Hat echt sehr zu meinem Spielstil gepasst. Braucht halt auch unglaublich viel Skill. Genau, deswegen war es halt meine Klasse. ja, jetzt mittlerweile geht's eigentlich. Also ich fühle mich jetzt so mit mehr oder minder jeder Klasse wohl. Assassin finde Oh. ich auch. Ja, einer direkt neben mir. Ich bin natürlich direkt dahin gelaufen, wo es keine Kisten gibt. Nein, noch einer von draußen. Ich verfolge ihren Huhn. Hier oben drauf, das Huhn bei mir. Ja, ich muss hier erstmal das eine töten. So, eine Kommt habe jetzt ich. raus, in deine Richtung, in deine Richtung. Brennt hier. Ja, ich habe keine Waffe, ich habe nur das Schwert. Ist der oben? Er ist oben drauf. Ich habe. Ja, nice. Ich habe halt keine Waffe. Oh, nice. Erstmal den Revolver. Gott, ich habe kaum Leben. Und hier war draußen irgendwo noch einer. Ja, das wird wahrscheinlich. Also, das waren auf jeden Fall zwei Spieler. Hätte auf jeden Fall ein cooles Hündchen. Hündchen-Skin. Ach, So, Mann. jetzt brauche ich auf jeden Fall mal einen Heal-Pot. Ja, das mal direkt zur Schmiede. Muss einen kurz hier noch. Meine Fresse, Ja, ich kann halt nichts. ey. Ich kann nichts. Puls 170. Ich habe nur 8. Guck mal, oben ist es. Oben gab es ja meistens immer eins. Also hinter der Schmiede sind die Healpots auf jeden Fall schon aufgemacht. Hier wird also irgendwo irgendwas rumlungern. Ach, ich wollte gerade sagen, jemand läuft über mir, aber das warst du. Profis am Berg. Ich glaube, meine Maus ist auch noch ein bisschen zu schnell. Ich glaube, ich muss die gleich auch noch mal runterdrehen. Du hast ja auch noch so viel Life. Alter, immer das Kackschwert, ey. Ich meine, das ist ja stark, ne? Aber. Hast du keine Pots gemacht? Doch, doch. Auch Heal Pots? Ja, ich gebe dir eine. Ich habe zwei gefunden. Okay. Dann lass mal Richtung Wüste. Ein bisschen wenig los hier. Also, wir haben da Ja. irgendwie ein Talent Ja, für. gut. Hä? Ja, ne, waren nur zwei, stimmt, hast Ja, recht. das ist ein Team. Das ist jetzt nicht unbedingt legendär dafür, dass wir mitten in der, auf der, auf, in der Mitte der Map rauskommen.
Also tatsächlich ist das irgendwie auch immer eins unserer Probleme. Egal wo wir landen, da ist relativ wenig los. Und wir versuchen eigentlich schon immer da zu landen, wo die Action stattfinden sollte, weil ich denke, ist eigentlich recht gut. Weil halt einfach bezüglich des Circles einfach strategisch am besten platziert. Ob irgendwo eine Kiste in der Nähe ist. In der Circle. Wir könnten Richtung Wüste laufen und uns die Kiste holen, aber das ist relativ weit. Ja, die ist auch gerade gelootet worden anscheinend. Ah, komm, dann lass mal Richtung Kreuzung. Ja, Kreuzung hat auf jeden Fall einen mega geilen Wandel durchgemacht im Laufe der Zeit. Das ist ja irgendwann mal so ein ganz kleines Dorf gewesen mit, ich glaube, 4 oder 5 Hütten maximal. Das ist ja mittlerweile wirklich eine große Stadt geworden. Ja. 4 Hütten plus Schmiede, glaube ich. Oh, da kommt eine Kiste auf 300. Die fliegt in unsere Richtung. Da ist ein Gegner voraus. Ja, ich sehe ihn. Auf. Leute! Noch ein zweiter. Den einen habe ich getroffen. Kiste ist gedroppt, lass mal hin. Die ist relativ nah an uns. Das lohnt sich auf jeden Fall mehr als die Gegner. Man muss es tatsächlich sagen, das Spiel ist natürlich ein Stück weit an Fortnite angelehnt. Also alleine der Grafikstil, aber auch so dieses Erweitern der Map. Ja, gut. Andererseits sage ich bei sowas halt auch immer, man kann das Rad nicht immer neu erfinden. Und was soll man jetzt ständig rausbringen, das so komplett neu ist? Und Fortnite hat letzten Endes auch einfach nur abgekupfert, weil das war definitiv nicht das erste Battle Royale Spiel, auch wenn das viele Leute gerne so sehen. Von daher, mein Gott, ist halt nicht ganz koscher, aber. Ist das schon geblutet? Geblutet, was? Gelootet. Bestimmt. Oh, die Kiste ist gelootet worden. Das meinte ich. Oh, ja, da ist unten steht ein Gegner. Nicht gesehen. Hat aufgemountet. Treffer. Okay, genau, der schießt erstmal. Nice. Der hat ein Schwert in der Hand? Okay. Gehst du rechts oder links? Ja, ich hole mir das. Hallo! Oh, ich wollte den Schwerten. Oh, mein Axt! Mein Axt! Ach, Mann. Ja, also die bringt mir, glaube ich, ein bisschen mehr. Also die Plasmawerfer? Komm, nämlich den. Axt ist. Nee, Plasmawerfer wollen. Ich hab ja die Axt. Und die Axt ist ja mit Worry doch deutlich besser aufgehoben. Ja, das ist natürlich. Was macht die denn? 20? Plus 20%, ja. Also das ist halt eine Neuerung, dass das ursprüngliche Klassensystem, so wie es früher war, dass du ja, letzten Endes halt immer mit der Axt kämpfen musstest als Worry und halt mit dem Engineer zum Beispiel den. Oh, Gegner vor mir! Down. Oh. Zweiter Gegner. Ist ins Haus gegangen, ich glaub's nicht, ey. Sind oben drin. Wir gehen raus. Sind wahrscheinlich oben drauf. Alter, wollt ihr uns jetzt. Im anderen Haus. Ey, ist das jetzt ein Witz oder was? In der Schmiede oder wie? Ja. Reiten weg. Ja, hauen ab. Hetzjagd. Ey, ohne Witz. Die reiten nach 2:55. Sind wieder ins Haus gegangen. Einer ist ins Haus. Ein Huhn. Einer down. Sniper auf dem Berg, 2:40. Ja. Ich versuche mal zum Laufen. Ich hole mir mal die Pots eben, ich habe nämlich nichts mehr. Ja. Jo, Aiming ist noch ein bisschen sparsam, aber hey, wir lernen ja dazu. Siehst du? Nee. Der scheint auch weggeritten zu sein. Also dass man auch so schnell aufmountet und weggehalten. Ja. Das ist tatsächlich. Ja, sollen wir nochmal die Schmiede nehmen? Ja, würde ich sagen, wir probieren es nochmal. Komm her. Kann auch durchaus sein, dass er dahin zurück ist. Ich weiß es nicht. Ach, die Schmiede, okay, ja, ich komme zu dir. Ich dachte, du meinst die andere Schmiede, sorry. Hast du ihn? Huhn, ja. Da hat er ihn, ihr Geld, aber ihn. Hier sind noch ein paar Splitter für dich. Ja, nehme ich mit, du. So,
mir ein paar Putts machen. Das hat da mega gelohnt. Ja, ich bin auch so sinnvoll über den Dicken gelaufen. Ich dachte, man muss sie anklicken, aber man reicht, wenn man drüber läuft. Ehrlich. So, Rüstungstränke und eine Ruhe. Ja, trinken wir sie auch noch. Ja, wir würden euch gerne schon so ein paar Tipps dazu geben, was man sich am sinnvollsten craften sollte, aber da wissen wir tatsächlich aktuell auch noch nicht so ganz genau Bescheid. Also oberste Priorität immer Rüstungspots, weil Rüstung in diesem Spiel echt rar ist. Die Waffe ist natürlich immer cool. Es gibt mittlerweile Talente, die ihr freispielen könnt, wenn ihr diese Charaktere lange spielt. Also beispielsweise den Worry oder ein Gegner Richtung 240 läuft gerade auf den Turm. Oh Gott, was war das denn für ein Schuss? Oh, der war gar nicht so schlecht. Der ist oben im Turm drin, 240. Der hintere Turm. Ja, deine Sachen sind fertig. Ja, ich komm. Können wir mal gleich hingehen und den da rausholen. Ah, Lauftempo. Das ist doch nicht schlecht. Der linke oder der rechte Turm? Der rechte Turm, der hintere. Geh mal ran. Ich müsste aber die Pots nehmen. Ja, ist auch wieder eine relativ weite Strecke bis zur Zone. Vielleicht sollten wir uns direkt mal auf den Weg machen, bevor wir gleich wieder von der Zone erwischt werden. Ja, dann drink ich mal meine Pots. Fixing my armor. Okay. Kann auch sein, dass er schon raus ist. Ich sehe ihn zumindest nicht mehr. Oder er bewegt sich halt gar nicht. Ah, komm, lass einfach mal in die Richtung Zone. Ich glaube, ich genug Kämpfe bekommen. Yes. Kiste gedroppt, Sägewerk. Osten. Oui, oui. Ist nicht so weit. Sollten wir mitnehmen. Ja, wie gesagt, also was genau man jetzt am besten skillen sollte und so weiter. Ach Quatsch, skillen sage ich schon. Was man jetzt genau am besten craften sollte in den Schmieden, das wissen wir selber noch nicht. So ein ganz richtiges System haben wir noch nicht gefunden. Waffe ist immer cool, ihr könnt das ja auch beeinflussen mittlerweile. Als Hunter bekommt ihr halt Talente, die dann euch quasi als erste Waffe einen Bogen garantieren oder eine Armbrust oder halt Arbalest. So eine Arbaleste. Als Worry halt Schwert oder Axt oder als drittes der Hammer, genau der Hammer. Da kann man halt so ein bisschen beeinflussen, was man sich craftet. Das ist immer ganz cool. Und darüber hinaus sind, denke ich mal, die Runen ganz stark. Wie zum Beispiel. Rune des Lauftempos habe ich schon. Netz brauche ich nicht. Die brauchen wir nicht. Willst du Netz haben? Nee. Dann mache ich das kaputt, dann kannst du dir noch den Raketenwerfer, den Granatwerfer mitnehmen. Den habe ich kaputt gemacht. Ja, dachte ich mir. Gebot. Also meine Reihenfolge. Wie gesagt, schon Pots, Rüstungspots. Und dann mache ich mir eigentlich immer quasi die Waffe und dann die Rohen. Ja, mache ich eigentlich unterm Strich genauso. Also eine gute Waffe, die man eigentlich immer dabei haben sollte, egal mit welcher Klasse, ist das Luck. Also das, was ich jetzt auch gerade auf Platz 2 habe, das, wie heißt das im Deutschen, Großkalibergewehr. Ja. Das ist eigentlich so die Standardwaffe, die man eigentlich immer mitführen sollte. Die ist halt relativ gut auf Range. Man kann aber auch ganz gut mit dem Ding im Close Combat kämpfen. Also so ein Stück Allrounder, jetzt nicht besonders überstark, aber halt schon sehr geil. Außer natürlich, man kriegt sie in Legendär. Legendär. Wait for there. Wer kennt es nicht? Wenn man es natürlich in Legendär bekommt, sollte man es mitnehmen. Dann ist es auf jeden Fall unglaublich stark. Hat man eine richtig geile Waffe in der Hand. Ja. Und ansonsten halt Klassenwaffen, je nachdem, mit was man am besten kommt. Vor uns, oben auf dem Hügel einer. Neben uns war auch was. Ein Treffer auf den Worry oben. Ich hab den Mage getroffen. Komm. Reitet weg. Von unten, sondern von der anderen Seite. Also der macht mit seinem komischen Rasiermessergewehr auf jeden Fall gut Schaden. Hast du das Foon hast du, ne? Ja, okay. Ja, ja. Rory habe ich. Ah, der Mage ist leider weggeritten, der ist auf jeden Fall abgehauen. Von wo? Über uns irgendwo. Über uns, Südwesten. Ich würde mal hier rumreiten. Ja, ich komme mit dir. Machen wir zu zweit. Hinter dem Stein? Ja, ich laufe weiter. War das dein Hammer? Nee. Nein, hier ist noch ein Assa. Ist irgendwo runtergefahren Richtung Südost.
Schmied ist, glaube ich, auch angegangen. Ein Huhn. Ein Down. Der Assassin müsste hier noch irgendwo unten rumkrebsen. Ja, der Lore reitet hier unter mir. Treffer. Down. Von Südwesten weiterer Gegner. Mage unten. Assassin. Denkt dran, Zone kommt jetzt ja gleich, ne? Ah, scheiße. Bin ich ganz klar einen Down bekommen. Ich gehe runter. Zwei Hühner hier unten. Ein Huhn down. Beide Hühner down. Ich reite weg. Lauf weg. Von Osten, wo du gerade hinreitest, da ist... Ich hole mal kurz das Scharfschützengewehr hier vorne. Hier ist noch eine Axt, wenn du haben möchtest. Ne, der Mage ist... Und ein legendärer Rüstungstrank. Ah, warte, nicht die Axt nehmen. So. Und so. Und wir müssen hier weg. Zone kommt. Dann war eigentlich schon wieder ein bisschen arg spät dran. Ich gehe mal davon aus, dass wir gleich auf jeden Fall noch einen Hinterhalt abbekommen werden. Yep. Also da, wo du gerade hinreitest, war der Mage voll. Ja, es wird hier auch gerade geschossen. Es wird hier gerade geschossen irgendwo. Okay. Ich sehe ihn aber nicht. Ich kann ihn hören, aber ich sehe ihn nicht. Ah doch, ist hier drin. Oh. Das war ein Mage. Nice, cool. Frenchie, nice. Ja, ist down. Und den nehme ich mir mal. Ich glaube, ich den Disenchant, den wollte ich mal nehmen. Lass mal weiter direkt, ich will hier weg. Ich bin hier. Ich habe die Rune der passiven Reparatur. Nice. Ja, die also ist das halt. Das ist eine, glaube ich, mit die ganze Rune. Das ist einfach meine Rüstung. Eine saustarke Rune. Also wahrscheinlich die Rune schlechthin im Spiel, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Mindestens das, was wir jetzt erzählen. Zwei Gegner, 150 unten am Rumlaufen. Mhm. Ein Treffer auf den Worry. Ein Treffer auf den Assassin. Assassin ist ein Huhn. Ah, ich hab daneben gerotzt. Let's ride. Let's ride. Nein, was mache ich denn? Oh Gott, ist das schlecht. Ah, okay. Nice, nice. Wo ist der Worry? Worry, vor mir. Ja, komm mal runter. Ich bin im Tal. Komm hoch. Ich komm zu dir. Von hinten auch noch Gegner, zwei Gegner, ich versuche wegzukommen. Nein, im letzten Moment, verdammte Scheiße. Zum Kotzen, ey. Das sind NPCs, Flushy. Gegen dich jetzt gerade verkacke. Oh nice, du bist so der Macker. Ja, sorry, dass ich dich frühzeitig verlassen habe. Hammer in deine Richtung, jo. Ey, ich hatte ein Scharfschützengewehr, ein legendäres dabei, Floschi. Wo soll das liegen? Da müsste es. Da unten. Ein Stück runter, da. Komm, das machst du, das machst du. Ich bin so aufgeregt. Er hätte es auch Headshot verpassen können. Nein! Oh, du bist so... Oh Gott, ich möchte ein Kind von dir. Ich möchte ein Kind von dir. Also der Worry scheint noch solo zu sein. Ah, da ist das zweite Team auf jeden Fall in die Richtung. Oh, Wahnsinn. Geh ran, geh ran, geh ran. Die kriegst du nicht weiter runter. Die kriegst du nicht weiter runter. Hä? Was ist mit denen? Das sind die letzten beiden Gegner, ne? Awesome. Ja, was soll ich machen? Nee, ich wollte nur Bescheid sagen, dass das die letzten beiden sind. Geiler. Du könntest über rechts laufen und Höhe machen.
Nice. Boah. Schönes Schuss, schönes Teil. Schöne Flame Bottle. Schöne, schöne Flame Bottle. Ja, die versuchen dich jetzt zu umzingeln. Versuch nochmal zurückzugehen. Wieder, mach wieder Höhe. Mach wieder Höhe. Ein Huhn. Nice. Boah, bist du geil, ey. Geiles Teil, Flushy. Richtig, richtig Alter, geiles ich Teil. Ich guck mal kurz auf meine Pulse. Geile Runde. Alter. Nice one. Richtig Alter. Schön gespielt, ey. Oh. Puls von 85. Ja, war wieder ein unnötiger Tod von mir, aber es war trotzdem eine richtig gute Runde. Also, ja, wir sind wieder in der Lobby. Ich denke auch mal, wir machen nach der Folge Schluss, weil warum sollten wir jetzt noch was Zweites aufnehmen? Ich danke euch für euer Interesse, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, dann lasst uns gerne ein kostenloses Abo da. Würde uns mega helfen. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir sehen uns. Bis dann.